Ja, dann fangen wir an. Klassisch mit der Kniebeuge. Ja, das heißt, Füße ein bisschen breiter als hüftbreit auseinander. Schön in die Knie gehen, Oberkörper aufrecht. Und wenn man möchte, kann man da auch als Variation einfach die ganze nochmal einen Sprung mit einbauen. Zweites hätten wir Ausfallschritt. Ja, immer schön nach vorne. Wir nehmen immer den gegenüberliegenden Arm mit. Das heißt, linkes Bein geht nach vorne, rechter Arm geht nach vorne. Und als Variation geht das natürlich auch zur Seite. Seitlicher Ausfallschritt. Oder auch nach hinten. Ja, wo ich nach hinten gehe. In den Schritt.